erklärt er in der Superliga für neuen Knick. Seine Gegner Loram, Gollop und Gustafsson im 10. Vorlauf. Vorhin das Pech bei dem Schweden, die Primärkette gerissen, eine Null-Punkte-Fahrt. Das heißt für ihn jetzt, er muss unbedingt 3 Punkte holen. Ansonsten sieht es schlecht aus. Aber auch der Pole, Tomasz Gollop, steht unter Druck. Er hat bis jetzt vor den vielen polnischen Fans quasi versagt. Tomasz Gollop in Blau gut weggekommen, wird jetzt weit nach außen getragen und Tony Rickardson übernimmt die Führung, bekommt noch einen Ellenbogen ab von den Polen. Auch Gustafsson als Dritter noch gut mit dabei und Gollop riskiert alles, da kommt er in Blau. Ob das gut geht? Rickardson verschafft sich ein bisschen Luft, der Pole jetzt wieder nach innen, vorbei am Schweden Gustafsson, die beiden rangeln da hinten. Jetzt kommt auch noch Mark Loram außen angefahren, ein Dreierpaket hinterher. Gustafsson, Gollop oder Loram, wer wird Zweiter? Auch Tony Rickardson interessiert sich dafür, schaut interessiert zu, was sich dahinter tut. Und Tomasz Gollop gegen Gustafsson. Oh, ist das knapp und riskant. Gollop immer wieder mit dem Ellenbogen nach oben. Jetzt wieder nach innen gewechselt. Gustafsson schaut und hatte jetzt mehr Speed beim Eingang der Kurve. Und jetzt muss sich Gollop auch noch von Loram überholen lassen. Und das alles innerhalb einer Runde. Was für ein dramatisches Rennen. Rickardson vor Loram, Gustafsson und Gollop. Das bisher beste Rennen in Avensberg und er freut sich. Tony Rickardson ist wieder im Rennen. Sensationell dieser Zweikampf zwischen Gustafsson und Tomasz Gollop. Da wird wirklich alles eingesetzt. Voller Körperkontakt und das bei 130 km/h.